heiß trainiert und jetzt haben wir es geschafft, den ersten Platz zu belegen. TSV Rudow! Sport, Spaß und Spiel. Der Kids Cup 2019, organisiert natürlich von der LG Nord, war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg und zog knapp 500 junge Sportlerinnen und Sportler in die Rudolf-Habich-Halle. Unterteilt in 44 Teams traten die Nachwuchsathleten dann in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Einfach dabei sein zu dürfen ist mega. Die Kiddies hatten super viel Spaß, konnten sich idealerweise ausprobieren in verschiedenen Disziplinen. Die 5 Disziplinen mussten von den Teams in Staffeln absolviert werden. Auf dem Programm standen die Hürden-Panel-Staffel, die Weitsprungstaffel, die Raketen-Weitwurfstaffel sowie die Stabweitsprungstaffel. Zum krönenden Abschluss gab es zum Schluss jeweils noch eine Biathlon-Staffel, in der sowohl Hürden als auch eine Wurfstation vorkam. Bei einem so reichen Angebot brauchte es natürlich auch eine Menge helfender Hände vor Ort. Schön ist auch, dass von diesen Helfern viele auch unserer Top-Athleten dabei sind, also von unseren Mittelstrecklern, die kommen dann am Wochenende und helfen, ob es beim Kuchenverkauf ist oder hier an den Stationen. Das ist, glaube ich, das Schöne bei uns auch im Verein. Letztes Jahr war ich noch dabei, aber dieses Jahr leider nicht mehr, weil ich so alt bin. Aber meine Freunde sind alle in der U12 und deswegen habe ich mich bei der Hürden-Pendelstaffel als Helfer einteilen lassen. Dank all der Helfer hatten die Kids dann einen super Tag. Es wurde getobt, angefeuert und alles aus sich herausgeholt, um mit dem Team möglichst viele Punkte in der vorgegebenen Zeit sammeln zu können. In der ersten Runde habe ich mich nicht so gut eingeschätzt, aber in der zweiten Runde habe ich echt Vollgas gegeben. Und Spaß gemacht, weil wir einfach ein gutes Team waren und es sind halt sehr weite Sprünge gewesen. Ich finde, ich habe sehr gut angefeuert. Danach hat mir auch die Kehle wehgetan. Dass heute wirklich für jeden etwas dabei war, zeigten die Deaf Kiddies vom Berliner GSV. Das Team, bestehend aus gehörlosen Kindern, wurde mit Gebärdensprache durch den Wettkampf geführt und konnte so auch an diesem tollen Event teilnehmen. Am Ende gab es dann natürlich noch die Siegerehrung. Und obwohl heute klar der Spaß am Sport im Mittelpunkt stand, waren die Kiddies natürlich super aufgeregt, ihre Teamplatzierung zu erfahren und zusammen auf dem Podest zu feiern. Also ich glaube, das wird Zukunft haben und das wird auch wieder jede Menge neuer Kids für die Leichtathletik begeistern können. Strahlende Gesichter, Pokalgewinner und ganz viel Sport, Spaß und Spiel. Auch die 21. Auflage des Kids Cup war also wieder ein voller Erfolg. Für die Kids heißt es jetzt weiter Ball bleiben, trainieren und im nächsten Jahr wieder voll angreifend dabei sein, wenn der Kids Cup von der LG Nord in die nächste Runde geht.